Tag, heute mal ein bisschen Werkstattkunde. Es geht um drei Maschinen. Zwei davon habe ich hier in der Werkstatt stehen und ich möchte mal meine Erfahrungen euch mitteilen beziehungsweise meine Denkensweise, die ich anfangs, wo ich mir eine Werkstatt zugelegt habe beziehungsweise wo ich so ein bisschen professionell angefangen habe mit dem Werkeln, mitteilen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Die Frage lautet, Kappsäge, Tischkreissäge oder beides zusammen, ein Kombigerät. Ich habe jetzt hier eine Kappsäge stehen, kennen wahrscheinlich die meisten von euch, haben sogar vielleicht der ein oder andere zu Hause bei euch stehen. Das ist das größte Modell, gibt es auch in unterschiedlichen Modellen rein von der Marke Bosch, aber auch von anderen Herstellern. Und das hier ist meine Tischkreissäge integriert im multifunktionalen Werktisch. Darüber gibt es zwei Videos, die wirst du unten in der Videobeschreibung finden. Das Thema finde ich nämlich recht interessant. Es gibt über diese Kapp- und Gärungssäge auch ein Unboxing- und Erfahrungsvideo, genauso wie die Tischkreissäge. Und es gibt sogar ein Video über ein multifunktionales Tool. Sprich, ihr habt eine Kappsäge und eine Tischkreissäge inklusive. Das gibt es wirklich. Das Video ist schon 4-5 Jahre alt. Wirst du auch unten in der Videobeschreibung finden. Gleich von vornherein kann ich dir sagen, halte ich davon recht wenig. Das Ganze ist sehr, sehr schwer, unpraktisch, aber es kommt immer darauf an, was ihr damit machen möchtet. Also für mich ist es nicht genauso jetzt, was lege ich mir als erstes zu, die Kappsäge oder eine Tischkreissäge. Es kommt immer darauf an, was ihr mehr macht, was euch mehr liegt und was ihr eher braucht. Ich kann es verraten, mein erster Kauf war eine Kapp- und Gärungssäge. Natürlich jetzt nicht diese, sondern eine recht günstige für, ich glaube, 80, 90 Euro. Und ich kann euch sagen, ich habe das ganz schnell bereut, den Kauf, weil ich damit einfach nur Sachen auf Länge zusägen kann. Erzähl mir mal, hast du dir als erstes eine Tischkreissäge gekauft oder eine Kappsäge oder beides? Oder vielleicht hast du auch ein Kombigerät, würde mich mal interessieren. Diese Tischkreissäge habe ich auch jetzt schon mittlerweile 6 Jahre und ich war auch einer der ersten auf YouTube, der die beispielsweise ausgepackt hat und getestet hat. Und ich muss sagen, ich bin recht zufrieden. Mittlerweile hat sich der Preis auch fast halbiert. Damals wurde sie für 1200 Euro angeboten, jetzt kriegt man die mittlerweile für 600 Euro und wenn sie im Angebot ist, für 500 Euro, Entschuldigung. Und ich muss sagen, ich hatte mir dann die Kapp- und Gärungssäge, die habe ich dann wieder verkauft und dann habe ich mich entschlossen, ich brauche eine Tischkreissäge. Denn damit könnt ihr eigentlich alles machen, was ihr auch mit einer Kapp- und Gärungssäge machen könnt. Aber Vorsicht, es ist natürlich nicht so ganz ungefährlich. Und darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Funktion an einer Tischkreissäge, ganz klar, wir können hier ganz, ganz breite Sachen auf breite sägen, beispielsweise Plattenmaterialien. Ich weiß nicht, ich bin bei der Bosch jetzt hier 670 mm. Wir können das Ganze auch erweitern. Es gibt wirklich unzählige Videos auf YouTube, wie man diese kleine Tischkreissäge hier pimpen kann. Und das Schöne ist hier, wir haben einen Schlitten. Und das ermöglicht uns einfach, Sachen auf Länge zuzuschneiden. Sprich, das, was wir mit einer Kapp- und Gärungssäge können. Und na klar können wir hiermit auch Sachen auf Länge zu sägen und auch quadratisch. Denn mit diesem Modell beispielsweise haben wir eine Schnitttiefe von etwa 300 mm. Und wenn wir jetzt beispielsweise jetzt große Platten zu sägen wollen, ist es natürlich auch möglich, dass man die Schnitte von beiden Seiten macht. Sprich, man sägt erstmal einen Schnitt, dreht das Ganze um, macht den zweiten. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass es exakt dann wird. Ist es auch möglich, ist aber nicht eigentlich dafür gedacht, dass wir zwei Schnitte machen. Das Ganze ist ein bisschen unhandlich, sprich sehr gefährlich. Das Tolle an einer Kapp- und Gärungssäge ist natürlich, sagt der Name schon, wir können auf Gärung zusägen. Sprich, ihr könnt das Ganze schwenken auf 45 Grad links, rechts, sprich hier 50, da 60 sogar. Und ihr könnt die ganze Kapp- und Gärungssäge neigen. Das ermöglicht euch beispielsweise Schifterschnitte zuzuschneiden. Das könnt ihr aber auch an der Tischkreissäge. So, das war nämlich der Grund, warum ich mir dann gleich später dann die Tischkreissäge gekauft habe, weil ich damit beispielsweise, wenn du jetzt viel Möbelbau machst, ist es ganz klar die Frage, brauchst du eine Tischkreissäge und keine Kapp- und Gärungssäge? Die kannst du dann später zulegen. Das bedeutet eigentlich, derjenige, der Möbelbau macht, der viele Plattenmaterialien zuschneiden muss oder möchte, für den eignet sich der erste Kauf
eine Tischkreissäge und keine Kappumgärungssäge. Im Übrigen bekommt ihr auch Plattenmaterialien bei Plattenzuschnitt 24 auf Maß zugeschnitten und auch die Kanten leicht gebrochen. Und auch andere Materialien wie Acrylglas, wie Zylinder, wie Siebdruckplatten, wie Kunststoffplatten. Jetzt haben sie auch im Programm Spanplatten, also wirklich sehr, sehr umfangreich. Und dann kommen wir zu dem einen Punkt, wozu eigentlich eine Kappumgärungssäge ist. Sagt schon der Name, wir sägen Sachen oder Längen auf Länge zu. Das heißt, wir kappen sie und wir schneiden Sachen auf Gärung zu. Sachen an einer Tischkreissäge kappen machen wir in der Regel nicht. Es gibt da aber ein, zwei Tools, ein, zwei Tricks. Zeige ich euch gleich nochmal. Und dafür ist eigentlich eine Kapp- und Gärungssäge gedacht. Sprich, wenn ihr jetzt beispielsweise viele Gartensachen baut, viele Balken zuschneiden müsst, ein Carport plant, viel im Garten bauen möchtet, dann ist ganz, ganz klar, ganz kann ich euch ganz stark an Herzen legen, kauft euch eine Kapp- und Gärungssäge. Vielleicht nicht das große Modell, kommt darauf an, was ihr für Balken zusägen wollt. Es gibt auch noch ein kleineres Modell, beziehungsweise es gibt noch mehr Modelle. Aber das ist letztendlich euch überlassen, was für eine Marke, was für einen Hersteller ihr kauft. Ja, und damit können wir dann Sachen auf Länge sägen. Und dann gibt es natürlich eine Sache, die sollte man nicht unterschätzen, das ist diese. Und dann werden bestimmt die einen oder anderen sagen, die wahrscheinlich jetzt eine Tischkreissäge zu Hause haben und keine Kappsäge, hey, ich kann doch hier Sachen auch quer zuschneiden. Ja, das könnt ihr. Dafür ist das Ganze auch gedacht. Dafür gibt es auch diesen tollen Anschlag hier, den ich ein bisschen aufgearbeitet habe. Das Video zu mehreren Vorrichtungen, die werde ich dir mal hier oben verlinken, beziehungsweise das eine Video, kannst du mal reinschauen. Und jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Ihr könnt jetzt hier auch Sachen auf Länge sägen. Natürlich ist das ein bisschen begrenzt. Ihr könnt jetzt keine Dachlatten hier sägen, die 3 oder 5 Meter Länge sind oder Balken von 6 Meter Länge. Das Ganze ist sehr, sehr gefährlich. Das fängt an zu kippeln. Ihr könnt das Ganze nicht mehr richtig an der Kreissäge entlang führen. Und deswegen ist das eigentlich recht gefährlich und die Gefahr ist ziemlich groß, wenn der Balken wegrutscht oder dass ihr mit euren Fingern hier reinkommt. Sprich, ein kleines Beispiel, ihr seht jetzt hier, zack, 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 wirklich immer viele Meter und dann haben wir auch hier Reste, die abfallen oder ihr wollt Dachlatten auf Breite sägen. Übrigens ist das hier ein fataler Fehler, den Parallelanschlag als Anschlag zu nutzen, denn dafür dient er nämlich nicht. Denn das ist hier Querholz und wenn wir das dann sägen, was passiert dann? Das Ganze würde verkanten und fliegt euch dann um die Ohren. Sprich, dafür ist die Maschine nicht geeignet. Und der zweite große Fehler, der passieren kann, ist, dass ihr immer Sachen auf Länge sägt und dann greift ihr mit der rechten Hand beispielsweise immer rüber über das Sägeblatt und wollt das Abfallstück nehmen und beiseite legen. Und wenn ihr jetzt, ich weiß nicht was, 200, 300 Leisten zusägen wollt, ist die Routine ja drinne und dann irgendwann kommt es, die Unachtsamkeit, und ihr packt ins Sägeblatt rein. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr Sachen kappen wollt, auf Länge sägen wollt, auf Gärung sägen wollt, macht das bitte an einer Kapp- und Gärungssäge. Und ich habe es halt schnell gemerkt, wo ich mir die günstige Kapp- und Gärungssäge gekauft habe, dass ich damit nicht wirklich weit komme. Vor allem, wenn ihr jetzt Möbel bauen wollt, Platten zusägen wollt, da ist diese kleine Tischkreissäge wirklich eine sehr, sehr gute Wahl. Unter anderem könnt ihr die auch ein bisschen aufarbeiten bzw. pimpen. Dieser Queranschlag ist wirklich toll, aber ihr könnt euch natürlich für kleine, feine Schnitte oder wenn ihr wirklich filigrane Sachen zuschneiden müsst, in Millimeter genau, könnt ihr euch so einen tollen Schiebeschlitten bauen. Den könnt ihr dann hier raufspannen. Ich zeige euch das mal. Wird wahrscheinlich der eine oder andere schon haben. Und dann haben wir hier links und rechts eine Führungsnut. Und dann können wir, zack, das Ganze hier draufsetzen, hier unser Anschlag, und dann können wir hier Sachen beispielsweise auf Länge zusehen. Was ich noch als Vorteil finde, mit dem entsprechenden Werkstatthelfer für die Tischkreissäge, könnt ihr beispielsweise solche Bohlen auf Länge besäumen, sprich ihr sägt die Rinne oder den Splint ab, damit ihr das dann an Parallelanschlag langführen könnt. Es gibt dafür auch eine gewisse Vorrichtung, beispielsweise diese hier, da könnt ihr das Holz einspannen und da entlang sägen. Ja, mit gewissen Hilfsmitteln könnt ihr oder ist das Ganze wirklich ein multifunktionales Tool. Aber letztendlich, wenn ihr mal im Garten unterwegs seid, im Zimmermann, Dachdeckerbereich, empfehle ich euch ganz kleine Kapp- und Gärungssäge. Und die Kapp- und Gärungssäge steht auf einem rollbaren Tisch. Ihr habt links und rechts einen Anschlag, den könnt ihr rein- oder rausfahren mit integrierter Absauganlage. Sprich, das Ganze ist sehr mobil, könnt ihr durch die Gegend rollen in der Werkstatt, wenn ihr eine große Werkstatt habt.
Von daher verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Alle Infos findest du unten in der Infobox bzw. in der Videobeschreibung. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, lass ein Abo da. Ich würde sagen, bis dahin, euer Mr. Handwerk. Ciao.